Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Menschen in Führung. Bei mir heute zu Gast der Heinz-Werner Kopp. Lieber Heinz-Werner, schön, dass du da bist. Ja, liebe Sabine, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute eine kurze Zeit mit dir verbringen zu dürfen. Ja, das ist ganz auf meiner Seite, damit die Menschen da draußen dich ein bisschen besser kennenlernen. Womit beschäftigst du dich und vor allen Dingen, warum tust du, was du tust? Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Ich habe eine lange Reise hinter mir. In den letzten 25 Jahren habe ich mich hauptsächlich mit der externen Kommunikation für Unternehmen beschäftigt, habe für große Firmen gearbeitet, habe im Marketing Newcomer begleitet von Null bis zur Marktführung und habe mich in den letzten Jahren halt auf Events und Messen konzentriert. Und hatte ja nicht ganz zufällig dann auf einmal einen Komplettstopp. Und zwar als unser liebes Coronavirus dann auf den Markt kam. Aber ich habe vorher schon einen Umschwung in meiner unternehmerischen Tätigkeit geplant gehabt. Denn ich hatte selbst vor 10 Jahren eine Situation, die bei mir ein komplettes Umdenken hervorgerufen hat. Und zwar hatte ich durch eine Fehlinvestition und das Vertreten meiner Werte eine so stressige Situation gehabt, dass ich in tiefen Burnout, gefolgt von Depression, gefallen bin. Und genau in der Zeit hat dann auch meine damalige Frau gesagt, wir sind ab heute keine Familie mehr. Ich war mental in einem Punkt, den ich vorher nicht kannte, den ich nicht verstand. Ich habe auch zu dem Zeitpunkt auch nicht direkt eine Lösung gesehen, dass ich da irgendwie rauskam und war also kurz davor, komplett aus dem Leben zu scheiden, um es mal so auszudrücken. Und ich habe mir danach, ich habe es überlebt, wie du siehst, und ich habe mir direkt danach die Frage gestellt, warum? Warum passiert das Menschen wie zum Beispiel mir oder ich habe auch andere kennengelernt, denen das passiert ist, die eigentlich ein gutes Gemüt haben, keinem irgendwas Böses wollen, eigentlich sehr positiv und im Leben stehen. Wieso passiert uns das? Und habe da meine Forschung im Bereich der Psychologie begonnen. Habe das 7 Jahre gemacht und habe herausgefunden, dass unser Wahrnehmungsprozess dafür verantwortlich ist, ob es uns gut geht, ob es uns schlecht geht und ob wir in dem Erfolg nach oben gehen oder nach unten halt in die Depression. Wow, da haben wir jetzt natürlich gleich ein tiefes Thema. Nehme ich noch mal ganz kurz mit in die Situation, als dir das so richtig bewusst geworden ist. So, Moment mal, hier stimmt was nicht. Es gibt einen externen Auslöser, das ist ja oft so. Ne? Du sagst eine Fehlinvestition, das kann ein Business sein, das kann privat eine falsche Entscheidung sein, aber theoretisch müsste diese Entscheidung oder diese Situation unser Leben nicht zerstören. Und doch passiert es. Hat es dich überrascht? Hat es dich kalt erwischt von links außen? Oder war das so schon längere Zeit ein Gefühl, dass hier was nicht stimmt? Bei mir war das Schlimmste, ich hole mal ganz klein ein bisschen aus, ich habe natürlich auch mal selbst ganz tief in mich gehorcht in den letzten Jahren und festgestellt, dass meine natürliche Kernkompetenz das Verstehen von komplexen Zusammenhängen ist. Und in dem Punkt habe ich halt das Leben und das, was passiert ist, nicht verstanden. Und das gab bei mir so einen Struggle, dass ich dann, und ich erlebe es auch heute in Gesprächen mit anderen Menschen, man kommt in so eine Schockstarre rein. Man versteht es nicht, man weiß einfach nicht mehr, wie es weitergeht. Und bei mir war es das Verstehen, bei anderen sind andere Dinge der Auslöser. Und ich fand es ganz interessant, dass an dem Punkt, wo ich versucht habe, mein Leben zu beenden, innerhalb von 14 Tagen jemand anderes erfolgreicher war als ich. Und das war eigentlich der wirkliche Wendepunkt bei mir, wo ich gesagt habe, hätte ich die Möglichkeit gehabt, 5 Minuten mit der Frau zu sprechen, dann wäre das nicht passiert.
Und ich habe auf ein weißes Blatt Papier damals den Satz geschrieben, die Sicht der Dinge. Also ich sag mal, wie wir die Sachen wahrnehmen, wie wir die Dinge, die aktuelle Situation beurteilen. Und bin dann auf die fantastische Reise gegangen, zu versuchen zu verstehen, wie funktionieren wir Menschen eigentlich mental. Und bin... Lass mich dich kurz unterbrechen. Kannst du rückblickend sagen, in diesem ganz verzweifelten Moment, ja, wo du keinen Ausweg mehr gesehen hast, was dir geholfen hätte, doch wieder Mut zu schöpfen, nach vorne zu blicken, Kraft zu holen? Kannst du es rückblickend sagen, das und das wäre wirklich gut gewesen? Wären es Menschen gewesen, ein Netzwerk, ein ermunterndes Wort? Ja, das ist ganz schwierig zu sagen, weil ich wusste zu dem Zeitpunkt auch gar nicht, was eigentlich mein Problem ist. Wichtig war für mich, in dem Moment habe ich mir Hilfe genommen. Mhm. Ja, ich habe eine Therapie gemacht, die war zwar relativ kurz, aber die hat mir danach sehr geholfen. Und erst die Therapeutin hat zu mir gesagt, du hattest eine Depression. Wenn ich dir deine Symptome sehe oder das, was du schilderst, wie du dich verhalten hast, du warst in der Depression drin. Körperliche Reaktion, also ich sehe auch, der Burnout ist immer so eine schwierige Sache. Ich sehe Burnout, die körperliche Reaktion des mentalen Zustandes oder die Reflexion des mentalen Zustandes. Also mein Unterbewusstsein hat den Körper so manipuliert, dass einfach er nicht mehr wollte. Mhm. Ja, da ging nichts mehr. Und ich habe trotzdem weitergemacht. Mhm. Ich habe trotzdem immer wieder eine Schippe draufgelegt, weil meine Werte halt es nicht zugelassen haben, dass ich das, was ich da verbockt habe, nicht selbst wieder ausbade. Mhm. Ja, und habe mich dort reingemacht. Jetzt im Nachhinein weiß ich, meine Frau konnte mit meinem Zustand nicht umgehen und hat auch deswegen sich entfernt. Aber ich kann es eigentlich nicht sagen, was mir damals geholfen hätte. Heute weiß ich, weil ich auch jetzt in der Corona-Zeit auch wieder ein bisschen, sage ich mal, runtergesackt bin in diese Richtung. Aber ich konnte jetzt die Situation aus einer ganz anderen Blickwinkel betrachten. Und heute weiß ich, es ist die Freude, die uns fehlt in dem Moment. Mhm. Ja? Also wie ich Situationen beurteile. Es ist wieder der Wahrnehmungsprozess. Sage ich mir, wenn viele Sachen hintereinander nicht funktionieren, sage ich mir, fälle ich das Urteil, alles ist doof, alles ist schlecht und kreiere mir eine dunkle Welt dadurch, die schwer ist, die mich noch tiefer runterzieht. Oder sage ich einfach, pass mal auf, das hier, das sortiere ich jetzt mal anders. Ja, ich sehe das ganz anders. Ja, auch heute sehe ich die damalige Situation komplett anders. Ja, es war für mich eine Chance, das zu machen, was ich heute tue, und zwar Menschen helfen. Weil ich habe mir damals ein relativ großes Ziel gesetzt. Ich möchte die Zahl der Depressionen weltweit halbieren. Und zwar nicht, dass ich die Leute therapiere, sondern ich möchte, da ich ja weiß, wie wir in solche Situationen oder wie viele Depressionen entstehen, nicht alle, aber die meisten Depressionen sind reine mentale Zustände. Es gibt natürlich auch die physiologischen Depressionen, die aufgrund von Fehlfunktionen im Körper, auf Drüsenfehlfunktionen, Gehirnfehlfunktionen funktionieren. Und ich möchte den Zulauf ganz einfach geringer machen, indem ich sage, es muss den Menschen ein Stückchen besser gehen als vorher. Ich habe jetzt ich bin auch ausgebildeter Coach. In meinen Coaching-Sitzungen habe ich immer wieder gemerkt, dass der Hauptstressfaktor oder der Hauptgrund für einen schlechten mentalen Zustand immer der Arbeitsplatz ist. Mhm. Ja, dort gibt es Konflikte, man kann sich nicht entfalten und so weiter und so fort. Es entsteht Stress. Ich habe Menschen gesehen in diesem Bereich, denen ist aufgrund des Stresses Flüssigkeit aus den Ohren gelaufen.
Und kein Arzt konnte sagen, woher das kommt. Also es war keine Krankheit, die vorgelegen hat. Die haben durch lauter Stress so eine körperliche Abreaktion gehabt, dass das entweder chronische Erkrankungen oder halt das hier, das war sehr markant. Und durch Coaching habe ich es dann geschafft, diesen Stress halt zu lösen. Und ich habe mir lange überlegt, soll ich jetzt weiter als Coach, reiner Coach für Privatpersonen tätig sein? Und da, wenn ich das vergleiche mit meinem Ziel, komme ich da natürlich nicht hin. Ja, das ist, das schaffe ich nicht rein zeitlich, es sei denn, ich werde 5000 Jahre alt. Habe gesagt, okay, ich gehe der Sache an die Wurzel. Ich nutze meine Kenntnisse in über 600 Unternehmen, die ich beraten habe. Ich war tief in den Strukturen. Ich verstehe, wie Unternehmen intern funktionieren, ob Konzern oder kleiner Betrieb. Und ich möchte meine Haupttätigkeit in Unternehmen etablieren. Durch Vorträge, durch Schulungen, durch Sensibilisierung vor allen Dingen. Weil viele, ich sag mal, wie bei mir, verstehen gar nicht, wie wir funktionieren. Also ich bin mir sicher, wenn wir wissen, wir lernen so viel, wir lernen, wie ein Dreieck berechnet wird, wir lernen, wie ein Satz vernünftig zu bilden ist, aber wir lernen nicht, wie wir selbst funktionieren. Und das hat Gott sei Dank ein Ende jetzt. Die skandinavischen Staaten, die haben jetzt eingeführt, dass auch Empathie wieder in der Schule gelehrt wird. Finde ich ein super Anfang, weil gerade durch die Lehre von Emotionen und unsere Reaktionen, auch wie andere sagen wir, ihre Emotionen ausdrücken, bringt uns schon in ein höheres Verständnis über den anderen und über uns, löst Konflikte, macht Probleme weniger, weil ich bin der Meinung, 90% unserer Probleme sind Wahrnehmungsprobleme. Lass mich kurz mal rekapitulieren. Also mal ganz generell, Depressionen kann uns alle betreffen. So, man kann sich davor nicht schützen, man kann sich vorbereiten oder die Wahrscheinlichkeit reduzieren, aber am Ende kann es uns alle treffen. Ja. Und zweites Learning, es gibt Möglichkeiten, das nicht zum Äußersten kommen zu lassen, sondern sich wirklich Hilfe zu holen. Und die Idee, die du hast, finde ich sehr schlau, zu sagen, wir setzen dort an, wo Stress entstehen kann. Wir setzen auch dort an, wo Multiplikatoren sind. So, gleichzeitig erlebe ich in Unternehmen eine hohe Hilflosigkeit. Gar nicht, dass sie nicht bereit wären, sich dem Thema zu öffnen, sondern wir haben es so sehr verlernt, über Emotionen zu sprechen und über Persönlichkeit und Werte und Ängste, dass wir gar nicht wissen, wo wir anpacken sollen im Business. Ja, also wenn jetzt ein Unternehmer, eine Führungsperson sagt, okay, wir müssen da was tun, wo fängt man dann überhaupt am besten an? Ja. Da gebe ich dir absolut recht. An dieser, ich sage mal in Anführungsstrichen, Problematik, für mich gibt es ja keine Probleme, sondern nur Herausforderungen, stehe ich gerade. Ich habe viele Gespräche geführt. Viele Unternehmer, also CEOs oder die auch Menschen, die im Management sind oder halt normale kleine Geschäftsführer von KMUs, die stehen in der Tat relativ hilflos da. Und gehen das Problem mathematisch an. Mhm. Ja? Inwiefern? Man versucht immer noch, die Sachen mathematisch irgendwie zu lösen, indem man nochmal eine Schulung macht in Mitarbeiterführung. Meiner Meinung nach ist es genau an diesen Personen, muss es anfangen. Mhm. Man kann unten drunter in der Mitarbeiterstruktur natürlich was tun, aber zuerst muss der Häuptling es verstehen. Ich erlebe immer mehr, dass Unternehmen existieren und wenn ich dann frage, zum Beispiel, und das geht ja tief in die Selbstreflexion rein, was ist denn eigentlich die Vision des Unternehmens? Dann höre ich Sachen, ja, wir sind Meisterbetrieb und Qualität und also so äußerliche Faktoren, die ja mit der Vision nichts zu tun haben. Und es ist wirklich in der Tat die Aufgabe oder meine Aufgabe, diese Menschen zu sensibilisieren und wirklich ihnen einen Weg zu geben. Also ich sehe mich, es ist ja immer so die Frage, wie bezeichnet man sich? Bezeichnet man sich als Berater, als Coach, als Mentor? Ich möchte das relativ frei machen. Also ich begleite
diese Unternehmer dabei, ich nehme die an der Hand und sage, pass mal auf, wir schauen zuerst mal, machen zuerst mal eine Supervision, wir schauen zuerst mal, wie es bei dir aussieht und kümmern uns um diese Vision. Also wie ein guter Freund zu sagen, mit dem Blick von außen, hast du mal da dran gedacht, hast du mal an deine Vision gedacht und ihm auch zu zeigen, wie wichtig es ist, wenn seine Mitarbeiter diese Vision kennen. Weil ich habe genau den gleichen Fehler gemacht. Ich bin ich habe eine sehr große Vision gehabt, auch in meinem Unternehmen, und mir ist es später in der Reflexion aufgefallen, dass ich vielen meiner Mitarbeitern diese Vision gar nicht weitergegeben habe. Und ich bin selbst dafür verantwortlich gewesen, dass ich viele meiner Mitarbeiter nur Zeit gegen Geld getauscht haben. Ja, weil ich sie habe nicht teilhaben lassen daran. Gell? Und das ist immer der erste Schritt, sich die Bewusstheit, dass man sich der Sache bewusst wird. Der zweite Schritt ist, dass man Verantwortung dafür übernimmt, wie ich das jetzt gerade getan habe. Ja, ich habe da vielleicht nicht optimal, ich habe andere Möglichkeiten, also ich habe einen Fehler gemacht, aber ich habe andere Möglichkeiten nicht in Betracht gezogen. Ich habe die Wichtigkeit auch nicht gewusst. Dass man die Verantwortung, und dann ist man bereit für Veränderungen. Und dann muss man sich das Unternehmen angucken, je nachdem, welche Strukturen dort ist, ob da eine Führungsebene drin ist, ob das direkt, also ich kenne viele Unternehmen, auch relativ große Unternehmen, die gar keine Zwischenschicht haben, sondern wo alles direkt auf den Geschäftsführer geht, der natürlich dann mit seinen Aufgaben komplett überlastet ist. Das ist sehr individuell. Genauso individuell, wie wir Menschen sind, habe ich gelernt, es gibt fast keine gleichen Unternehmen. Die gibt's nicht. Es ist immer irgendwie was anderes. Aber was ich gelernt habe in meiner Zeit, in den 25 Jahren, in denen ich für Unternehmen gearbeitet habe, dass es Unternehmen gibt, denen es sehr leicht fällt, erfolgreich zu sein. Und in der Nachreflexion habe ich gemerkt, das sind immer Unternehmen gewesen in meinem Umkreis, die von der Teamstruktur sehr stabil waren und die Spaß an der Arbeit hatten. Und es gibt andere, die sich extrem abmühen. Die haben eine sehr hohe Fluktuation, Krankheitsstand und so weiter. Diese Indikatoren für eine, ich sag mal, eine ungünstige Unternehmenskultur gehabt. Und das möchte ich den Firmen, da möchte ich den Firmen helfen, unter die Arme greifen. Und ich freue mich, wie gesagt, wenn es langsam wieder losgeht, dass man auch Vorträge halten kann. Ich habe über die Sicht der Dinge, das Prinzip der Wahrnehmung, habe ich einen Vortrag, den ich auch gerne im Geschäftsumfeld wieder präsentieren möchte. Weil du weißt es selbst, manchmal ist es dieser Impuls, ja, der es ausmacht, ob ich anfange, mich um was zu kümmern oder es halt nicht. Fakt ist, jemand, der partout das nicht versteht oder nicht verstehen will, den werde ich auch als Messias nicht davon überzeugen können, dass es wie wichtig es ist, sich um die Menschen im Unternehmen zu kümmern. Ich sehe da auch ein potenzielles Dilemma, das habe ich mir gerade so gedacht, weil wenn wir über Visionen sprechen, dann verstehen viele CEOs Strategie. Ja? Sie verstehen nicht Storytelling, Herz, Seele, sondern die verstehen Strategie, Marktanalyse, Wettbewerbsanalyse, Matrizen aufmalen, Grids befüllen. Das können die meisten. Also ich erlebe auf den Führungsebenen sehr viele sachlich kompetente Menschen, denen einfach abtrainiert worden ist, auf Herz und Seele zu hören. Das hatte keinen Platz in den letzten Jahrzehnten. Ja. So, jetzt kommst du natürlich und sagst, wir machen Visionen, wir schauen Strukturen an, und die fühlen sich zu Hause in ihrer Welt und denken, ah ja, das kann ich. Planen kann ich, Strategie kann ich, da muss ich mich ja gar nicht verändern. Aber was du ja sagst, ist, es geht tatsächlich nicht um die rationale Sicht der Dinge, sondern um das, was, ne, den Impuls, den wir haben, die Basis, die wir haben, das, was in uns drin steckt. Wenn sich jemand, du sagst, wenn einer sich total dagegen wehrt, kannst du nicht helfen. Klar, das ist so, ne? Also wenn einer abschottet, dann. Aber wenn einer so eine kleine Tür öffnet, wie kann man denn da so den ersten Samen sehen und sagen, Mensch, schau da mal genauer hin? Ja, es geht um in Gesprächen. In Gesprächen, ich bin da halt durch Fragetechniken halt sehr versiert, dass ich einfach man muss die richtigen Fragen stellen. Ja, die ein Umdenken
oder ein Andersdenken, ein zusätzliches Denken, so ein Out-of-the-Box-Denken einfach mal hervorrufen und dann natürlich auch direkt helfen, mit Lösungen zur Hand sein. Ja, ich mache das auch nicht alles allein. Ich habe dort halt auch Partner. Ja, ich bin zwar auch ausgebildeter Ausbilder, ich habe sehr viele Aussagen, ich kann ja aber nicht alles selbst machen. Also ich habe dort auch Partner, die dann zum Beispiel Leadership-Training machen, die habe meine eigene Schulung, die möchte ich jedem Mitarbeiter zugänglich machen, weil die wird auch online sein, ist im Moment in der Drehphase. Und möchte es auch online, dass man sich das auch nebenbei, dass man nicht 2 Tage abkömmlich ist im Unternehmen für eine 2-Tages-Schulung, sondern man kann sich das zu Hause. Und die Corona-Zeit hat ja diesen positiven Effekt gehabt, dass wir das halt in unser Leben ein bisschen adaptiert haben, dass es auch online geht. Ne? Und kann sich dann in kleinen Happen diese Sachen dann ansehen. Und wenn dieses Verständnis wächst, dann ist es nachher, wird das unheimlich leicht. Sag mal, das beste Beispiel, was ich mir auch jetzt in Bezug Ausbildung und Studium, was es auf dem Markt gibt, ist und auch bekannt, ist halt die Geschichte von Bodo Jansen, ja, der von seinen Eltern das Hotelunternehmen Upstals Boom übernommen hat. Und auf den besten Schulen der Welt war, um sich die neuesten Techniken im Management anzueignen und also die dann in dem Unternehmen, ja, in der Hotelkette umgesetzt hat, ist er richtig gegen die Wand gefahren und hat nachher Feedbacks bekommen, wie wir wollen einen anderen Chef. Und das Unternehmen war ganz kurz vor dem Exitus. Und das hat er sich zu Herzen genommen, ist dann in ein Kloster reingegangen, weil das ein Mitarbeiter in der Buchhaltung, der hatte, das war ein Mönch gewesen. Und er ist in das Kloster, ist in das Kloster reingegangen und hat dort praktisch mal gelernt, worum es eigentlich geht im Leben. Was eigentlich das Wichtige ist. Hat diese Erkenntnisse umgesetzt, hat auch seine Mitarbeiter dort eingeladen, dort in dieses Kloster halt, zu diesen Seminaren zu gehen. Und als er das umgesetzt hat, hat er innerhalb von wenigen Jahren seinen Umsatz verdoppelt. Der hat eine Weiterempfehlungsrate von 93% und das ist in der Gastronomie, das ist exorbitant, das ist beispiellos. Und er hat diese wertschätzende Unternehmenskultur eigentlich optimal umgesetzt und gilt für mich als Beispiel neben zum Beispiel auch Götz Werner, der Gründer von der Drogeriekette DM, als die Ikonen in dem Bereich. So, jetzt ist natürlich das auch das, was die Jungs gemacht haben, ja nicht alles auf unsere Mist gewachsen, sondern, wie gesagt, wir schauen ja immer so gern nach über den Teich rüber. In Amerika kommen eigentlich gerade im Personalbereich immer die entscheidenden Entwicklungen und die sind auch 2-3 Jahre später auch bei uns angekommen. Aktuelle Studien sagen ganz klar, dass diese Art und Weise, wie wir Unternehmen intern führen, wie wir mit den Menschen umgehen, der entscheidende Erfolgsfaktor in den nächsten Jahren sein wird. Weil alle anderen Rädchen der Optimierung, der Prozessoptimierung, der Digitalisierung haben wir alles schon durch. Ja. Und was wir die ganzen Ingenieure gut können, das haben wir schon gemacht, genau. Und was halt fehlt, ist das Kümmern um den Menschen. Ja, ich sag immer so den Spruch, es geht nicht nur um die Mitarbeiter, sondern mache deine Kunden und deine Mitarbeiter zu Fans und Botschaftern deines Unternehmens. Mhm. Und ich habe diese Menschen kennengelernt. Ja, wenn ich die frage, was arbeitest du gerade? Ja, dann sagen die nicht, ja, ich mache jetzt hier gerade ein Layout für das und das. Und die sagen, ey, wir machen die neue Kampagne für Kunde XY. Das wird eine super Nummer. Jetzt im Bereich Agenturen zum Beispiel. Und das sind die richtigen Leute. So müssen die Leute sein. Die Leute haben mehr Spaß bei der Arbeit. Die Leute haben Freude daran. Das Unternehmen wird produktiver. Das ist eine Win-Win-Win-Win-Situation. Der Kunde wird zufriedener, weil der kriegt wirklich tolles Zeug und nicht einfach so, ja, habe ich gerade so gemacht. Genau.
Ich fasse nochmal für mich zusammen, und für mich war die Geschichte von Bodo Jansen da auch sehr prägend. Ich glaube, dass erstens ein Location-Wechsel hilft. Also in ein Kloster geht man nicht umsonst, weil es eine Umgebung ist, die so völlig fremd ist für uns, ja, und die nach anderen Gesetzmäßigkeiten funktioniert. Das hilft uns manchmal loszulassen von dem, was wir im Business gelernt haben, im Leadership gelernt haben, ne, von den Regeln, die man landläufig so anwendet, und einfach mal zu sein. Und diese Frage nach dem, worum es wirklich geht im Leben, die ist natürlich eine taffe Frage, ne? Ich glaube, also für mich ist es hilfreich zu sagen, was möchtest du, dass die Menschen über dich sagen am Ende deines Lebens? Also ja, wenn ich wirklich so dieses typische Grabrede, Grabredeübung, wenn ich das für mich einmal zulasse, das hat mir geholfen, an den Kern des Seins und an den Kern des Lebens zu kommen. Und dann die Mitarbeiter mitzunehmen, ist, glaube ich, ein sehr guter Weg. Der ist immer noch nicht einfach, weil wir Menschen ticken nun mal nicht immer geradlinig und nicht immer sinnvoll. Da kommen viele, wie du sagst, aus der Historie, aus der Persönlichkeit, aus der Psychologie. Da gibt es so viele Einflussfaktoren, aber es ist eine Möglichkeit, unsere Unternehmen wieder menschlicher zu machen. Ja, und es ist die Frage, also für mich ist die wichtigste Frage, warum tue ich das, was ich tue? Das ist auch eine meiner ersten Fragen an Unternehmer, dass ich frage, warum fährst du morgens zu deinem Unternehmen? Was ist der Grund? Mhm. Ja, um Geld zu verdienen, sage ich ja, das kannst du auch woanders. Du musst ja nicht dahin fahren, gell? Dieses sich erstmal bewusst zu werden, wer bin ich eigentlich? Was ist der Kern von mir? Ich habe selbst mehrfach diese Reise gemacht, auch über verschiedene Methoden, ob das Tony Robbins Methode ist und so weiter. Ich habe verschiedene Reisen in mich gemacht und immer wieder was Neues kennengelernt. Ja? Und das ist, denke ich mal, das Wichtige, dass auch gerade Unternehmer sich mal selbst, sich selbst wirklich bewusst sind. Nicht die Maske, die sie jeden Tag mitnehmen, sondern sich selbst bewusst sind, wer bin ich überhaupt? Und was kann ich am besten? Und alles andere, was nicht meine optimale Kernkompetenz ist, da muss ich mir Leute suchen, die mich dort ergänzen. Ja, viele versuchen es dann trotzdem zu machen und scheitern oft. Ja. Ich liebe ja die Katzen. An Katzen habe ich zum Beispiel gelernt. Die Hörer können es jetzt nicht sehen, genau, nur die Zuschauerinnen können es sehen, aber die Katze will penetrant in den Vordergrund gerade. Ne, die will nicht in den Vordergrund, die will einfach nur gestreichelt werden, das ist es. Die will Nähe, ja. Die schläft den ganzen Tag, aber wenn die dann ihr Bedürfnis hat, ob das jetzt zum Beispiel Hunger ist oder sonst was, dann holt sie sich das. Und wir machen das meistens nicht. Wir unterdrücken das, unsere Grundbedürfnisse. Und eins unserer größten Grundbedürfnisse ist wo die Katze auch tätig ist, die Gruppenzugehörigkeit, gerade bei uns Menschen. Und da geht's ja in den Bereich Wertschätzung. Ja, und viele suchen sich die Wertschätzung, gerade Unternehmer, durch brutalen Erfolg. Weil sie denken, wenn ich das geschafft habe, dann bin ich was wert. Übersehen aber, dass es das eigentlich gar nicht ist. Die meisten stellen fest danach, na, das war es ja jetzt doch nicht. Ich sage jetzt so zum Beispiel, mein Unternehmen ist in Luxemburg. Luxemburg hat das höchste Pro-Kopf-Einkommen in Europa. Und die höchste Selbstmordrate in Europa. Die Leute merken irgendwann, dass der Erfolg, die brauchen immer mehr, mehr, mehr und sehen, verstehen wirklich nicht, worum es eigentlich geht. Und ich habe eine große Aufgabe in dem Bereich, viele Sensibilisierung, und deswegen bin ich froh, wenn wieder die Reden anfangen, weil ich dann einen Vortrag, einmal auch über die Wertschätzung, habe ich einen Vortrag vorbereitet. Ganz einfach, weil ich der Meinung bin, wenn die Leute verstehen, worum es geht, also einen erweiterten Blick haben über dessen, was ist oder was sie glauben, was wirklich ist, dass es dann einfacher geht, Entscheidungen zu treffen, was zu ändern. Das ist ein gutes Stichwort, deine Tätigkeit als Redner, aber auch deinen Kurs, dein Angebot. Wenn sich die Menschen dafür interessieren, da tiefer einzusteigen, weil sie das Gefühl haben, irgendwas ist da noch verborgen, was gerne raus möchte, oder als Unternehmer
sagen, ich glaube, ich kann mein Unternehmen für die Zukunft anders aufstellen. Das ist nicht das Erbe, was ich hinterlassen möchte. Wo kann ich denn mehr über dich und deine Arbeit erfahren? Am besten über die neue Internetseite. Die ist auch immer noch in Entwicklung. Also deswegen, ich möchte ja auch heute hier nichts Konkretes anbieten, sondern alle News und Infos dazu, auch Videos gibt's auf der Webseite www.kopp.lu, ist ganz einfach. Oder heinz-werner-kopp.com. Das sind meine zwei Adressen, das ist die gleiche Seite, wo ich wirklich diese Herausforderung angehe, den Leuten klarzumachen, worum es geht. Und das nicht als, jetzt klarzumachen, hört sich wieder auch für mich selbst wieder nicht, nicht unbedingt richtig an, weil ich möchte keinen Oberlehrer spielen bei den Menschen, sondern ich möchte einfach den Punkt treffen, wo sie selbst auf die Idee kommen. Das habe ich im Coaching, das ist beim Coaching eine sehr wichtige Sache, im persönlichen Coaching, habe ich bis jetzt immer getroffen. Beim Unternehmertum ist die Herausforderung etwas größer, weil von der Persönlichkeit die Menschen, die halt meistens oder sehr oft in Führungspositionen sind, weit von dieser Sensibilität weg sind. Ja, aber ich stelle mich trotzdem dieser Aufgabe. Hab keine Angst vor großen Herausforderungen. Das ist schön. Ich mein, also deine Vision musst du ja noch erfüllen, ja? Genau. Deswegen unterstützen wir da gerne auf der Reise. Und ich formuliere es mal so: wer gerne hinspüren möchte, worum es wirklich geht in diesem Leben, der ist bei dir gut aufgehoben. Und zwar in ganz, ganz unterschiedlichen Formaten. Habe ich das so gut formuliert? Genau. Ja, dann machen wir das so. Lieber Heinz-Werner, es war mir eine Freude und eine Ehre. Das ist genau mein Thema. Dein Plädoyer unterstütze ich sehr. Ich freue mich wirklich, dass du unter uns weilst und deine Erfahrung und dein Wissen auch so offen mit uns teilst. Danke, danke, danke schön. Danke. Und wir beide haben ja auch unseren Beitrag in dem Atlas der Entscheider hinterlassen. Und da würde ich mich auch freuen. Also ich denke, gerade auch solche Initiativen finde ich super, ja, dass man sich einfach mal anschaut, wie andere in Situationen entschieden haben in ihrem Leben. Und ich freue mich schon, wenn wir dieses Werk in den Händen halten. Das auf jeden Fall, da freue ich mich sehr drauf. Auch dazu gibt's bestimmt auf deiner und meiner Webseite und in den Shownotes weitere Infos. An der Stelle vielen lieben Dank für das Gespräch und allen da draußen noch eine schöne Woche. Ja, danke an euch. Danke dir, Sabrina. Ciao. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Podcast unterstützen möchtest, teile ihn bitte mit deinen Freunden und hinterlasse eine Bewertung und Rezension. Weitere Infos und Ressourcen findest du unter www.sabrina-von-nessen.com. Das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal.